Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video wird es sehr spicy. Und zwar spiele ich mit Grabbit Doppelwasserflug-Pokémon. Und zwar Mantax und Pelipper. Die fliegende Schüssel ist am Start. Ich weiß nicht, ob das Team was wird. Ich glaube eher nicht, aber es sieht ziemlich witzig aus und ich habe einfach Bock, das auszuprobieren. Der Spice ist da und ich habe mega Lust. Ich glaube, vielleicht so ein, zwei Wins sind eventuell realistisch. Drei wäre natürlich geil, positiv rauszugehen. Und alles andere ist Luxus. Luxus für mich wäre es ebenfalls, wenn du ein Abo dalassen könntest und meinen Kanal unterstützen würdest. Das würde auch voll abgehen und würde mich freuen. Und ansonsten, hey, Grabbit, ich bin mir nicht sicher. Ich habe dir schon oft gesagt, dass ich dich nicht leiden kann. Und ich bin gespannt, ob ich meine Meinung nach diesem Set ändere. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich gehe jetzt erstmal rein und versuche es. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Let's go. Ich bin irgendwie den ganzen Tag auf der Musik von Billy Talent hängen geblieben. Der ein oder andere wird das vielleicht kennen. Ich hoffe es zumindest. Würde mich freuen. Schreib es mir mal in die Kommentare. Aber ich glaube, so sehr, sehr junge werden das wahrscheinlich nicht kennen. Ich bin mir nicht sicher. Egal. Auf jeden Fall bin ich da auf der Mucke hängen geblieben und ich feiere es extrem. Anzubieres. Führung ist eigentlich ganz okay. Jetzt bin ich halt gespannt, was du machst. Ob du drin bleibst, ob du rausgehst. Da kommt ein Asu. Aber was mache ich dagegen? Asu. Soll man da in Pelipper raus? Oder wie spielt man das am besten? Wir machen noch 1, 2. Okay, ich habe leider nicht geschafft, irgendwas in Richtung Hydropumpe abzufangen. Von daher mal gucken, wie viel ein Knuddler oder auch ein Eisstrahl an Schaden anrichten. Naja, das ist schon eigentlich eine Menge, ne? Wenn man bedenkt, dass die Sofortattacken in der Theorie resistiert werden sollen, ist das schon crazy, was da an Schaden rauskam. Okay, 1, 2, 3. Der Orkan würde ich selbstverständlich besiegen. Falls du das schildest, würde ich eventuell auch in Erwägung ziehen, danach auch noch ein Schild zu investieren. Okay, du schildest nicht. 1, 2, 3, Goa. Pelipper ist sehr schnell bei den Attacken. Wenn man überlegt, dass das vor 2 Seasons noch stärker war, weil der Metrologe da mehr Schaden gemacht hat. Da war Pelipper noch viel, viel besser. Schaffe ich zufällig noch eine Attacke? Oh, so geil. Sowas von geil jetzt gerade, ne? Das feiere ich extrem. Wirst du blind auf eine Rückkehr gehen? Oder was tust du? Ich komme erstmal mit dem Hasen wieder rein, ne? So, ich würde einfach mal schilden. Ich glaube, dass du die starke Attacke einsetzt, weil ich eh defensiv bin. Ach komm schon. Okay, Meditalis. Dafür haben wir aber noch so ein Flug-Pokémon. Noch so ein Wasserflug-Pokémon, welches jetzt erstmal künstlich die Verteidigung hochpowern wird mit dem Blubstrahl. Was mir zugute kommt. So machen wir das. Meine Sofortattacken sind sehr effektiv. Ich wollte halt Doppelflügelschlag spielen, da ich vorne eine Pflanzenschwäche habe. Okay, Eis-Pokémon werden natürlich trotzdem extrem nervig für mein Team. Gar keine Frage. Aber so, mal schauen, was wir hier reißen können. Ich werde dich jetzt auf Dauer abschwächen, dass deine Attacken weniger Schaden verursachen. Leider kommst du hier gut weg, ohne zu schilden, was mir natürlich nicht in den Kram passt. Gewinne ich die Gleichstände? Nein. Kann ich bitte nach einer zweifachen Abschwächung deines Angriffs das überleben? Mantax, du bist ein Wahnsinns-Pokémon. Hammer. Diese Verteidigung, die es generell schon besitzt, ist stark. Und dann hiernach noch viel cooler. Wir farmen jetzt nicht runter, weil er wechselt. Okay, dann machen wir jetzt nur noch Feuerschläge gegen dich. Ich glaube, auf Erdbeben brauchen wir jetzt nicht mehr aufbauen. Und wir werden auch eine Rückkehr von dir noch überleben. Von daher sieht es jetzt nicht schlecht aus. Das ist die Rückkehr. Ich glaube, wir können 5 Attacken machen. 1, 2, 3,
Ich traue mich nicht ganz, 5 zu machen, von daher machen wir das jetzt. Ich darf dich nicht in einem Gleichstand erwischen und durch einen Schmarotzer besiegt werden. Deswegen so, das müsste ausreichen. Zack, und hier nochmal ein Feuerschlag hinterher. Und Grabbit darf als Closer hier den Sack zumachen. So, Grabbit, der Rabbit, der Hase. Das gefällt mir. Gerade hat es mir mega gut gefallen. Wir hatten mit Pelipper eine wahnsinnig, wahnsinnig geile Aktion am Start, ne? Also nicht mit Pelipper, mit Mantax. Wir hatten einen Schildnachteil und haben es geschafft, mit Blubstrahl so unheimlich tanky zu werden, dass der Gegner mit der Psychokinese kaum Schaden gemacht hat. Das war unnormal cool. Okay, es gefällt mir. Wir haben natürlich Schwierigkeiten gegen das ein oder andere Pokémon, aber da muss ich mich reinfuchsen. Okay, Altaria ist nicht klasse. Mantax Safe Switch lockt wahrscheinlich dein Landwurm, ne? Komm, sind wir ehrlich. Sind wir mal ehrlich. Oder kommt da was anderes rein? Warte mal. Du, das finde ich nicht jetzt unbedingt so schlecht. Ich habe die Möglichkeit, mich wieder aufzupowern. Und bevor du mich mit Attacken zuspammst, schaffe ich hoffentlich noch einen Move, bitte. Perfekt. Das heißt, deine Attacken werden jetzt weniger Schaden verursachen, was mir gefällt. Trotzdem wird das später sehr schwer gegen Altaria anzukommen. Da sind wir uns doch einig, oder? Außer mit dem Orkan werde ich da nicht viel reißen können. Was natürlich nicht geil ist. Das hier hat absolut keinen Schaden gemacht. Soll ich von nun an nochmal einen Eisstrahl einsetzen? Oder was macht man am besten? Erstmal dich in einem Gleichstand erwischen, das finde ich schon ganz nett. Wie viel Schaden macht das? Zeig mal her, mein Freund. Was machen wir hier? Okay, es geht eigentlich. Eigentlich geht es klar. Soll ich jetzt mit Pelipper runterfahren? Oder komme ich mit Grabbit rein? Ah, du, mein Freund, machst das so. Schaffe ich einen Eisstrahl? Okay, du willst das tatsächlich so spielen? Was mir eigentlich gefällt, werde ich Grabbit opfern? Oder gehe ich jetzt in Pelipper gleich? Du wolltest mich snipen, habe ich keinen Bock drauf. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Wie werde ich dich jetzt los? Ich habe leider den Eisstrahl noch nicht ready, aber das weißt du auch nicht. Das kannst du nicht riechen. Schaffe ich überhaupt noch einen Orkan? Der wäre wichtig. Komm schon. Schaffe ich nicht, schaffe ich nicht. Rückzug, Mayday, Houston, setz die nicht effektive Attacke ein. Das wird klasse. Das lässt du? Perfekt, mein Freund. Köder City ist am Start. Guck mal hier, ich hau direkt den nächsten Köder raus. Schildest du den auch? Ich meine, es bringt mir nichts. Ich werde dich mit Grabbit nicht besiegen, aber komm schon, das ist ein Eisstrahl. Das wissen wir doch alle. Und ein Gleichstand. Ach, ist das herrlich. Ist das herrlich. Alter, geil. Mega, ey. Ich werde dich zwar nicht los, so, aber okay. Das gefällt mir trotzdem. Was mache ich gegen dich? Feuerschlag, Erdbeben, was setzt man denn ein? Ich habe absolut keine Ahnung. Wirklich nicht. Ja, mehrere Feuerschläge könnten auf Dauer vielleicht mehr Schaden verursachen. Mal gucken. Die Resistenz ist halt am Start, ne? So, das hier wird resistiert durch den Drachentyp. Der Bodenmove wird durch deinen Flugtyp resistiert. Aber hey, du hast die Köder auch geschluckt, ne? Du hast die Köder auch geschluckt. So, jetzt werde ich dich hier besiegen, bevor ich eine Blattgeißel abbekomme. Das wäre nämlich doof. Du hast versucht, ein Erdbeben abzufangen. Oder irgendwas anderes. Jetzt kommst du hiermit wieder rein. Ich brauche halt mehr Energie, als ich benötige. So, für das Pokémon, was danach auf mich wartet. Leider hat Grabbit jetzt nicht die beste Angriffskraft, weshalb wir danach höchstwahrscheinlich das nächste und letzte Pokémon, das du besitzt, nicht one-shotten. Es sei denn, nee, mir fällt keins ein, außer ein WP-10-Pokémon. Ich glaube sogar, dass jetzt nicht mal Erdbeben ausreicht, um dich zu besiegen in dieser KP-Basis. Ich würde es dennoch versuchen, einfach nur fürs Feeling, damit ich weiß, wie viel Schaden das macht. Und es macht halt nicht genug. Aber egal. Die Aktion mit dem Metrologen und dem Blubber, die war schon fett, ne? Mit dem Blubstrahl. Dort 2 Schilde zu bekommen, war schon geil. Beim ersten Move hat er gedacht, es ist ein Orkan, und beim zweiten hat er gedacht, es ist ein Eisstrahl.
Ja, ich hätte es aber auch geschildert, ne? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Gerade wenn man gesehen hat, dass ich nun mal mit Gurpit vorne bin und man eher selten einen Hyperstrahl mit hat. Zubiris, kennen wir irgendwoher? Was kommt denn da gleich rein? Wir schauen mal. Ich hätte mal Bock, dass hier so ein Altaria reinwechselt. Da hätte ich wirklich Bock drauf. Militaris. Dann gehen wir wieder diesmal auf Pelipper und werden hier mit Schaden verursachen. Vielleicht besser als Mantax, ich weiß es nicht. Mal schauen. Das hier ist ziemlich cool. Wir machen viel Schaden mit der Attacke ebenfalls, weshalb das für mich ein ganz gutes Matchup ist. Den Eisstrahl und die Psychokinese kann ich hoffentlich ebenfalls gut wegstecken, da ich deine Sofortattacken resistiere. Wie viel macht das? Also bitte keine Senkung. Okay, 1, 2, 3, 4. Hey, habe ich nicht gerade gesagt, ich resistiere deine Sofortattacken? Warum macht das so viel? Okay, ich gewinne das. Perfekt. Registil. Okay, finde ich jetzt nicht tragisch. So, ich kann hier noch ein bisschen Schaden raushauen. Die Vorarbeit hier zu leisten ist schon nicht verkehrt. Ich lasse mich aber auch einfach runterfarmen. Und mit Gravit, weiß ich nicht, setze ich direkt einen Feuerschlag ein? Weil ich glaube, dass du das eh schildest. Ich hätte auf Mantax gehen müssen. Wobei, falls du mit Blitzkanone köterst, um mich abzuschwächen, hätte ich die drüber. Das wäre schmerzhaft geworden. Das Gute ist ja, dass es hier nun mal ein Gleichstand war. Das heißt, ich darf hier Schaden verursachen. Glaubst du, das ist ein Erdbeben? Nö, tust du einfach nicht. Dann gehen wir jetzt auch raus, ne? Wir werden Gravit noch behalten und schauen, was wir mit unserem Tanky Mantax hier reißen können. Vielleicht kriegen wir damit ein bisschen was hin. Ich würde mich freuen. Soll ich versuchen, dich abzuschwächen oder manche andere Sachen? Komm schon, lass mich dich abschwächen, bevor da noch was auf mich zukommt. Nein, daraus wird leider nichts. Ich muss dich aber abschwächen, damit ich deine Attacken nicht schilden muss. Zum Beispiel den Schmarotzer oder die anderen Moves. Die darf ich nämlich nicht schilden, weshalb ich dich hier abschwäche. Ja, das geht eigentlich klar. So, du wirst farmen. 100 pro, ich schaffe aber auch keine Attacke mehr, oder? Nein, wir gehen um eine Sofortattacke drauf. So, wir setzen hier auch direkt ein. Du bist einmal abgeschwächt, weshalb du tatsächlich nicht so viel Schaden verursachst. Lässt du das durch? Ja, okay. Das passt. Ich werde das jetzt ebenfalls von dir durchlassen. Ja, du hast noch zwei Schilde und ich bin mir nicht sicher, mein Freund, ob ich es schaffe, dreimal einen Feuerschlag zu erreichen. 1, 2, 3, 4, 5. Boah, hätte ich vorhin. Oh mein Gott, meine Freunde. Wie viel Schaden hätte ich rausgehauen, wenn ich direkt ein Erdbeben genommen hätte? Ei, Karamba. Wäre das nicht saftig geworden? So, habe ich zufällig die Chance, nochmal zweimal einen Feuerschlag zu erreichen, bevor du noch einen Fokusstoß hast. Das wird mein Ziel. 1, 2. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Komm schon, kleiner Hase, enttäusch mich nicht. Du bist doch wirklich, wirklich dazu in der Lage, das Ding hier noch rumzureißen. Tu mir den Gefallen. Tu mir den Gefallen. Oh, es sieht gut aus. Es sieht gut aus, meine Freunde. Bitte, jetzt muss dieser Feuerschlag nur noch ausreichen, um dich zu besiegen. Komm schon, komm schon. Nein, eine Attacke, eine Attacke. Wir kriegen sogar noch Farm. Perfekt. 1, 2, 3, Feuerschlag. Ich verliere den Gleichstand. Bitte keine Rückkehr. Bitte keine Rückkehr. Sink mit. Bitte keine Rückkehr. Hey, hey, bitte keine Rückkehr. Hey. Ah, perfekt. So, ganz cool geblieben. Locker. Nein, Server. Hey. Server. Okay. Alles klar. Er hat einfach nicht aufgeladen. Wir sind, wie immer in solchen Situationen, voll lässig geblieben, ne? Wir waren die Ruhe selbst. Einfach cool und gelassen und entspannt. Uns bringt einfach nichts aus der Ruhe. Auch irgendwelche Server nicht. Und ich glaube, man hört das Smilen einfach raus, ne? Man hört es, glaube ich, einfach raus. Okay, ich werde, na, ich weiß nicht, ob ich mich nochmal mit Gurbit anfreunden kann, aber ich muss sagen, in diesem Set gefällt es mir bis jetzt. Und ich glaube, dass nachdem ich das ausspreche, passieren doofe Dinge, weshalb ich Gurbit nicht mehr leiden kann. Aber wir schauen uns das mal an. Wir gucken ganz entspannt.
Grabbit Doppel Wasserflug gegen Tromborg. Ja, das kann ich gewinnen. Das hier ist, ja, hätte ich in Mantax gehen können. Ja, Mantax wäre besser gewesen. Mantax wäre tatsächlich besser gewesen, einfach nur wegen der Möglichkeit dort, ich hätte auch gar nicht rausgehen müssen, fällt mir mal gerade so ein. Ich hätte auch nicht rausgehen müssen, aber egal, ich werde entweder hier ein Schild bekommen oder Schaden. Ich bekomme den Schildvorteil. Perfekt. Werde ich noch einen Move erreichen können, wenn ich das schilde? Ich führe in Schilde, das zu schilden. Ich glaube, ich erreiche dann noch eine Attacke, weshalb ich vielleicht noch ein Schild von dir bekomme oder saftigen Schaden. Reicht der Metrologe aus? Die Kloschüssel haut schon Schaden raus. Perfekt. Doppelschild in der Führung, im Wechsel meine ich, gefällt mir. Jetzt komme ich einfach trotzdem mit Grabbit rein und das passt. Das sieht nicht verkehrt aus. Mantax kann mit Eisstrahl und im Schild auch noch gut gegen dieses nervige Tromborg ankommen. Von daher ja, Erdkräfte kommen rein damit. Ich muss Overfarm. 1, 2, 3. Ich hatte nämlich keinen Bock, dass er mein Erdbeben auf sein Tromborg abfängt. Von daher machen wir das so. Und jetzt müssen wir mal schauen, was macht der Gegner? Kommt das Tromborg rein oder was anderes? Meditalis. Hey, ich habe immer noch das hier. Und das ist gut gegen dich und gegen Meditalis, glaube ich, so ein bisschen, ne? Von daher einfach mal schauen. Du erwischt mich hier in einem Gleichstand, was mich eiskalt erwischt. Aber nicht so eiskalt, wie dich gleich mein Eisstrahl erwischen wird. Du kleiner Schlingel, ich werde dir jetzt eine sehr effektive Attacke an den Kopf klatschen und ich hoffe, die mundet dir, mein Freund. So, nimm das. Take this. Okay. Ah, ich habe leider keine Farm bekommen, ne? Ich habe leider keine Farm bekommen. Kann ich dich abschwächen, bevor du einsetzt? Nein, heute ist der Tag des Mantax verliert den Gleichstand, meine Freunde. Das ist heute der internationale Tag. Hey, wartet mal eine Sekunde. Nachdem ich dich jetzt abschwäche, werden deine Konter hier aus irgendeinem Grund, ne, noch weniger Schaden verursachen. Wie sieht's aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach komm schon. Ach komm schon. Jetzt mal ehrlich. Ich bin ein Pokémon, welches den Konter resistiert. Warum kann ich das nicht überleben? So. 1, 2, 3, 4. Ich hätte einfach Blubstrahl und Feuerschlag einsetzen müssen. Wie mies war das denn jetzt? Jetzt mal ohne Mist. Da versucht man auf den Eisstrahl zu gehen und wird einfach enttäuscht. Alter, das ist ein Konter. Eine Kampfattacke. Ich bin so ein fliegendes Pokémon, das eine Resistenz gegen Kampf hat. Und ich bin tanky und ich habe dich einmal abgeschwächt. Weiß der Geier, warum mich das besiegt? Weiß das Griffeldes, warum du mich besiegt hast? Es ist super nervig. Hey, einfach Blubstrahl, Feuerschlag. Ich hätte so ein chilliges Leben gehabt. Aber nö. Hey, wir nehmen den Eisstrahl, der macht doch mehr Schaden. Nö. Nee, Alter. Nein. Hör auf zu denken. Spiel einfach aus Intuition und denk nicht nach. Das wird häufig nichts. War ein kleiner Monolog an mich selbst. Okay, hier, komm mal her, Tromborg. So, 1, 2, 3, 4, 5. Haha, haha, nicht mit mir, du Schalingel. Du bist ein kleiner Schalingel. Was werden wir jetzt machen? Ich glaube, ich gehe in Mantax. Ach, Kollege. Komm, wir gehen einfach hier raus. Wir gehen einfach hier raus. Ich habe zwei davon. Hammer. Hammer, mein Freund. Du, Erdbeben gibt's nicht. Erdbeben ist ein Gerücht. Das wurde einfach so. Einfach so. Nee, gibt es nicht. Ich werde jetzt hier tatsächlich schilden, weil ich sofort Attackenschaden haben will. Und ja, ich setze jetzt die resistierte Wasserattacke ein, die nicht unbedingt viel Schaden verursacht. Aber hey, was soll's? Das ist auch nicht der Plan. Aha, du Schlingelingel. Interessante Sache. Wir kommen natürlich noch nicht mit Mantax rein. Denn wir haben Energie, glaube ich, auf unserem Grabbit, weshalb wir einen Feuerschlag erreichen, bevor du irgendwas machst. Das wiederum bedeutet, ich werde dich zum Schilden zwingen.
Das wird gut, mein Freund. Oh, perfekt. Dein letztes Pokémon werde ich nicht sehen, weil das wahrscheinlich irgendein anderes Unnicht-Blablabla-Pokémon ist. Unnicht-Gift oder Boltoros oder irgendwas Nerviges, was voll aufs Schnuthelm von mir kriegt. Ganz einfach. Okay. Hey, warte mal. Wir sind positiv rausgegangen und es hätte sogar... Ich mag dich nicht. Geh weg. Geh einfach weg. Es hätte sogar ein 4:1 werden können, doch dann muss mir dieses Capoeira meinen Tag versauen. Ich hasse dieses Pokémon. Ich weiß nicht wieso. Es liegt am Pokémon Go. Ich hatte das so oft als Belohnung, es wollte nie drin bleiben. Es ist eine nervige Geschichte. Hey, egal. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Grabbit, Doppel, Flug, Wasser, Zeugs. Ich fand's cool. Schreib mir dein Feedback rein. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein und ciao.